Wenn ich hätte tippen sollen, wie wohnen Sie? Ich hätte einen anderen Tipp abgegeben. Ich brauche, was mir gesagt wird, ne? Das ist mit dem Thema. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sendung Stefan Weil fragt. Herr Fehler, aber wie sind Sie zur Politik gekommen? Was müsste ich denn tun, um Sie aus der Fassung zu bringen? Dann müssten Sie bestimmte Fähigkeiten meiner Frau besitzen. Aber wir wollten über den Ruderleister. Ich musste dringend ablenken. Und zwar apropos, nehmen Sie aus Frühstück Kuchen. Weg ist er. Haben Sie was gehört? Der will mich in die Pfanne hauen. Jetzt habe ich in die Bühne eine Weile ganz für mich alleine. Es ist tatsächlich so, der Journalist ist außerordentlich unbekannt, wenn Sie Fragen gestellt bekommen. Wenn dann eine richtige Frage von der falschen Partei gestellt wird, ist das gleich falsch. Machen Sie die Erfahrung nicht? Ja, die Versuchung ist da. Ich gebe mir aber Mühe, ihr nicht zu erliegen. Und als ich dann auf die Landesebene gekommen bin, da ist es mir in der Tat auch ziemlich schnell eigentlich so gegangen wie Ihnen. Auch jetzt auch aus der anderen Situation heraus. Ich war ja dann in der Lage, dass ich Antworten geben musste als neu gewählter Ministerpräsident. Und dass die schon deswegen falsch gewesen sein sollten, weil ich nun mal beispielsweise Sozialdemokrat bin. Das hat mir niemals eingeleuchtet. Ja. Sie können mir alles sagen, was ich falsch mache. Sie könnten sich auch drastisch äußern. Und ich könnte überhaupt nichts dagegen machen. Das ist meine Freiheit. Können Sie das verstehen, dass man für und gegen Impfung ist? Oder sagen Sie, man muss impfen lassen und fertig? Also, es macht einen Unterschied. Es gibt Leute, die glauben, dass das Impfen dazu dient, dass wir irgendeinen Chip von Bill Gates uns einpflanzen lassen. Dieser Meinung bin ich. Manchmal wünschte ich mir, dass das dahinter steht. Dann hätten wir ein System. Ich weiß nicht. Und es interessiert mich auch nicht, ob Sie sich halt impfen lassen. Nur. Ich erzähle Sie, darf ich mal erzählen? Also diese Impfdurchführung. Ich wollte nicht über Corona reden, jetzt machen wir es doch. Mist. Egal, ist aktuell. Ich habe da kein Problem. Ja. Wir haben natürlich auch über die Pandemie dazugelernt. Für uns ist das auch das erste Mal, weil das war das Erleben, genauso wie für den Rest der Gesellschaft ja auch. So ist es dann in der Tat gekommen, dass die Corona-Verordnung von Mal zu Mal dicker wurde und dann natürlich auch weniger übersichtlich. Wir haben übrigens jetzt den umgekehrten Weg gewählt. Wir haben es allgemeiner formuliert, was passiert. Sofort melden sich alle möglichen und sagen, aber das müsst ihr wirklich ausdrücklich regeln, damit ich sicher bin und das Detail und jenes. Also, wie man es macht, macht man es falsch. Aus meiner Sicht ist Leben ein ganz großes Geschenk und gleichzeitig eine Verpflichtung. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich erleben darf. Ich finde wirklich ein glückliches Leben. Und die Verpflichtung, die daraus folgt, ist auch meinen Teil dazu beizutragen, dass es anderen Menschen auch gut geht. So gut und so schlecht, wie ich das kann. Das empfinde ich als Sinn des Lebens.